1970 haben wir die ersten Langstreckenrennen in Le Mans mitgemacht. Das waren so 1000 Kilometer sowas. Und dann haben wir 75 das ganze Jahr. Da waren wir dann noch Achter in der Europameisterschaft gewesen und das beste deutsche Team damals. Und das war halt damals mit dem, war halt ein modifiziertes Serienmotorrad, was wir da hergenommen haben, als Rennmaschine umgebaut. Und da war ich halt eigentlich immer unzufrieden, weil das Ding halt dermaßen geeiert hat und vom Handling schlecht war. Und da haben wir halt beschlossen, wir bauen ein neues Fahrwerk selber. Fredi und der Klaus, die hatten ja in dieser Zeit 73 bis 76 im Rahmen der Europameisterschaft schon wirklich eine unglaublich gute Leistung gebracht und gezeigt, dass sie da schon recht ordentlich in der Lage sind, Rennsportmotorräder aufzubauen. Es wäre einfach jammerschade gewesen, wenn so ein Projekt völlig versandet. Und der Klaus hatte dann in der Zeit das nötige Kleingeld verdient in Hamburg, dass der Fredi und ich zu Hause auch ein bisschen was zu essen hatten. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und wir fingen an, Motorradl zu bauen. Und dann kam auch die gute Fügung, dass die Firma Krauser BMW auch ein Interesse an der Lizenzfertigung hatte, weil eine Produktion hochzuziehen für uns drei, das wäre dann doch ein bisschen wahrscheinlich ein Kaliber zu groß geworden. Und die Firma Krauser hat dann zugeschlagen, hat mit uns nach vielem Hin und Her einen Stücklizenzvertrag geschlossen. Und von diesem MKM 1000 Modell, so wie es bei Krauser dann tituliert war, über 300 Kits und Gesamtfahrzeuge gebaut.